Herzlich willkommen zur Buchpremiere hier im Ratskeller zu Allendorf. Und ganz besonders herzlich willkommen natürlich unsere Gastautorin, Diana Zinsmeister. Ich habe also überlegt, welches Kapitel lese ich jetzt vor, welche Szene jetzt von Allendorf, weil es ist ja alles interessant, wie die Liga, die katholische Liga vor euren Toren war. Es ist interessant, wie es niedergebrannt war. Aber wenn wir schon uns in diesem Gemäuer hier befinden, dann finde ich, da muss ich eine Szene vorlesen, die auch hier im Ratskeller spielt. Und jetzt nehme ich sie mit ins Jahr 1635 in den Ratskeller. Johann öffnete die schwere Eingangstür des Ratskellers und stieg die Treppen nach unten in die Trinkstube. An der letzten Steinstufe blieb er stehen und sah sich um. Zahlreiche brennende Schalen, die auf den Tischchen verteilt standen und mit Talg gefüllt waren, spendeten sanftes Licht. Am Ende des Raums glühten Holzscheite in einem großen Kamin und sorgten für gemütliche Wärme. Das Wirtshaus zum Ratskeller war gut besucht, sodass Johann den Bürgermeister nicht sofort entdecken konnte. Doch dann sah er Kirschmeyers rundes Gesicht und hörte seine Stimme. Johann ging auf den Tisch zu, an dem mehrere Männer saßen und ihm entgegenblickten. »Da bist du ja«, rief Kirschmeyer und winkte Bonner neben sich. Vor dem Bürgermeister auf dem Tisch stand ein volles, großes Weinglas, das er Johann zuschob. »Probier den Wein aus dem Klostergarten und sage mir, ob ich dir zu viel versprochen habe.« Am nächsten Morgen hatte Frau Zinsmeister noch einmal Gelegenheit, sich bei der historischen Stadtführung von Allendorf verzaubern zu lassen. Der krönende Abschluss der Führung war der traumhafte Ausblick auf Bad Sudenallendorf vom Kirchturm der St. Gotheskirche. War eine große Freude, sehr interessant gewesen und vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Meine Mutter stammt vom Eichsfeld. Im Anschluss hatte die saarländische Bestseller-Autorin, die ihre Wurzeln im benachbarten Eichsfeld hat, bei der Signierstunde alle Hände voll zu tun. Bauernkrieg, wo Thomas, vielen Dank auch, wo Thomas Münster mitspielt. Ja. Also 72. Geburtstag heute Morgen, glaube ich. Und wenn Sie das als Gleichnamen für Eva Maria.